Wunderbar. So. Das ist die Frau Lumpi da, genau. Ich darf mir mal vorstellen, das ist die Frau Lumpi, die sich bereits gestellt hat, eben über ihre Erfahrungen von Immuno-D und Alpha-H zu berichten. Ja. Kann ich einfach schon übergeben. Sie sagen einfach uns, seitdem wir einen Ort von Krebse gehabt haben, vor etlicher Zeit und was sich dann daraus entwickelt hat. Ja, gut, grüß Gott. Und zwar, ich habe 2017 im Jänner, war ich beim Lungenfacharzt und er sagt, es passt was nicht. Dann habe ich ein CT gemacht und dann hat die Lungenfachärztin gesagt, es ist ein Lungenkrebs, ein Karzinom. Und dann habe ich mich natürlich sehr geschreckt und habe einmal eine Woche gar nichts gemacht, weil ich mich so geschreckt habe, dass ich gar nicht reagieren habe können. Dann haben die Ärzte im LKH West und im LKH Graz eben gesagt, sie operieren ihn nicht. Also sie können ihn nicht operieren und sie operieren ihn nicht. Dann war ich verzweifelt, weil ich eben Angst gehabt habe vor diesen Chemotherapien und diese auch verweigert habe. Dann hat der Dr. Greilberger, hat der Herr Magdi mir gesagt, ich soll doch bitte den Herrn Dr. Greilberger anrufen. Es ist ein Freund von ihm. Und die Frau Dr. Greilberger hat mir dann gesagt, er müsste vielleicht jemanden, der mich operieren würde. Dann hat er mir die Frau Dr. Matti genannt und drei Tage später habe ich dann die Befunde raufgeschickt nach Leoben und die Frau Dr. Matti hat mich sofort hinaufbestellt und hat gesagt, sie operiert sofort mit der Frau Dr. Gromer. Dann war das für mich einmal wunderbar. Ich habe weder eine Chemotherapie gemacht noch sonst irgendetwas, gar nichts. Die Frau Dr. Matti hat mich operiert. Die Befunde waren alle in Ordnung, das war am 30.03.2017 und die Lymphknoten, diese 18 Lymphknoten, die waren alle tumorfrei. Es war, sie hat nach der OP bei mir in der Intensivstation sich so gefreut, weil sie gesagt hat, die Befunde sind alle in Ordnung. Ich brauche nachher gar nichts, das ist alles okay. Und der Lungenfacharzt oben hat auch gesagt, nein, für ihn aus gesehen, passt es, alles in Ordnung. Eineinhalb Jahre später, ich glaube, das war dann im Dezember 2018, ist ein, wie nennt man das, Rezidiv oder so gekommen. Das heißt, oben bei dem, weiß nicht wo, da irgendwo, wo diese Cupa Severa ist, so ein Lymphknoten, der hat mir dieses Ding abgedrückt und dadurch bin ich überhaupt zum Arzt gegangen. Weil ich blauern bin im Gesicht. Und die haben dann gesagt, ja, sie müssen sofort einen Stand setzen und sie müssen gleich wieder mit einer Chemotherapie anfangen. Weil, eine Metastase im Knochen und eine Metastase im Lymphknoten bei diesen, weiß ich nicht. Was haben wir dann gemacht? Dann habe ich drei Wochen wieder mal überlegt, was ich machen soll, weil ich wieder mal mich geschreckt habe. Keine Chemotherapie, habe ich gesagt, mache nicht. Eine Strahlentherapie haben wir gemacht, wo ich auch Chemotherapie habe ich gemacht, die habe ich nicht vertragen. Das war einmal Cisplatin mit Alimta und da bin ich 10 Tage dann im Spital gelegen, weil ich umgefallen bin. 2018 im Dezember, wo das wieder aufgetreten ist. Rezidiv, dann haben sie die Chemo. Genau, dann habe ich diese eine Chemo gehabt. Ich habe eine Chemo und eine Bestrahlung gehabt. Ich habe weder aufstehen können, ich habe ärztliche Pflege gehabt, ich habe Hauskrankenpflege gehabt. Ich habe nicht aufstehen können, ich habe nicht ins Klo gehen können, ich habe gar nichts mehr machen können. Ich bin gelegen, ich habe 3 Monate lang das Rote Kreuz als Heimhilfe gehabt, weil ich habe gar nichts machen können. Ich habe nicht einmal aufstehen können. Nach einem Zyklus Chemotherapie mit Bestrahlung? Genau. Also 3 Monate bettlägerig? Ja, ich hab nur gebrochen. Die Rettung hat mich von Graz nach Leoben raufgebracht. Da bin ich dann 11 Tage gelegen oben. Und der Herr Doktor, der Primar hat gesagt, nein, er gibt mir, das kriege ich nie mehr. Ich habe es nicht vertragen. Ich bin einen Kreislauf gehabt, glaube ich, mit 50. Ich war schon nur mehr gelb im Gesicht und der Kreislauf war immer 50 zu 70, 40 zu 60, so einen Kreislauf habe ich gehabt. Also und dann haben Sie mit dem Alpha-H angefangen? Und dann habe ich, bis ich wieder aufstehen habe können und zum Herrn Dr. Greilberger rauffahren können, war Februar.
Also ja. Ich bin gekommen im Februar 2019. Mhm. Das heißt im Februar, wo die Frau Lumpi zu uns gekommen ist, ja, und abgelehnt hat, eine weitere Strahlentherapie zu machen, als auch eben die Chemotherapie, hat sie dann die Frau Dr. Matze dann halt eben mit Immuno-D und Alpha-H eben versorgt. Können Sie sagen, halt, wie oft Sie das bekommen haben? Ich habe diese Immuno alle 4 Wochen bekommen. Ich habe in dieser Zeit nie, ich war nie krank, es war überhaupt nie irgendetwas. Also, und das Alpha-H nehme ich jeden Tag 20 Milliliter. Okay, das heißt seit Februar letzten Jahres, also eigentlich vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Da habe ich gesehen, da haben Sie damals ein CER von über 1000 gehabt. Über 1045 und dann war er auf 600, dann war er auf, also er ist immer runtergegangen bis auf 9. Jetzt haben Sie ein CER von 9? Von 9, ja. Und dann im September war der gesund in Ordnung, alles war in Ordnung, Knochen, alles sehr gut. Diese Excheva-Spritze habe ich gekriegt. Mir ist die ganze Zeit sehr gut gegangen. Mir geht es nach wie vor sehr gut. Ich habe keine Haare verloren, ich habe Kraft, ich kann alles machen. Also ich eigentlich komme mir sehr gesund vor, wenn ich es vom Gefühl her sagen darf. Ich bin nur heute verkühlt, weil ich mir einen Infekt geholt habe. Aber sonst, alles in Ordnung. Gut. Okay, Frau Lumpi, Sie sind bereit, dass wir das auf YouTube hochladen? Auf alle Fälle, ja. Bestätigen das. Ich kann das nur bestätigen. Ich fühle mich sehr gut. Professor Greilberger erlaubt, dass er da auch gezeigt wird? Gut, dann verpixeln wir. Oder schneiden wir noch raus. Gut, danke. Bitte, gerne. Wann war das? Nein, es war 2019 im Dezember.